Hallo und einen schönen guten Tag, hier spricht Ute. Heute möchte ich euch mal dieses kleine Muster zeigen. Es geht einmal das Lochmuster von rechts nach links und von links nach rechts. Das möchte ich heute mal zeigen. So sieht es aus, wenn es gestrickt ist nachher. Ich habe hier meinen kleinen Dingens hier wieder dran gemacht, mein Bündchen, dann auch wieder nur in linker Maschen gestrickt, weil ich es von der Optik her sehr schön fand. Und dieses kleine Muster zeige ich euch heute mal. Ja? Je nachdem, was für ihr Wolle ihr habt, kommt das natürlich super gut zur Wirkung. Ich finde das für so kleine Kinder, so kleine Söckskes an, wo man ein bisschen so schauen kann, dass ein kleines Muster drin ist, finde ich von der Optik her sehr schön. Und wenn es dann hier oben noch so mit diesem Bündchen gemacht wird, toll. So, ich zeige euch jetzt zwei Reihen, wie ihr das strickt. Das heißt, das Ganze ist in Maschenzahl teilbar durch 8. Wir gehen jetzt her und fangen an zu stricken. Ich zeige euch zwei Reihen. Normal, wie ihr es so schräg strickt. Und dann wisst ihr selber, dass ihr dann immer eine Masche versetzen müsst. Dass das statt, wenn ich hier vier habt, nachher nur noch drei habt, zwei und eine. Ja, so dass ihr euch das merken könnt. Ich fange jetzt mit vier an. Und die dritte stricke ich auch noch. Dann habt ihr nur zwei und eins. Damit das Video nicht so lang wird, zeige ich dann halt nur diese Maschen. Ich habe aber hier mal was vorbereitet als Bild, so für euch. Könnt ihr euch das vielleicht angucken. So sieht das nachher aus. Ja, ihr habt dann nachher, wenn ihr eure Maschenzahl habt, habt ihr das denn hier so einen Umschlag, dann einen überzogen, 1, 2, 3, 4, eine Masche links, ja, und dann geht das so weiter. Und das zeige ich euch jetzt. Wenn ihr euch dieses merkt und das immer wieder versetzt mit links, wenn ihr eine Masche links habt, fangt ihr dann wieder hier an und dieses kleine Teil, eigentlich braucht ihr euch nur das hier zu merken. So, ich mache das mal so. Hier so, dieses müsst ihr euch merken, bis hierhin. Und das wiederholt ihr euch dann. So. Das müsst ihr euch merken. Und ihr fangt immer wieder mit der linken Masche an. Also hier käme jetzt wieder eine linke. Ja? Und das merkt ihr euch. Okay, und dann hier oben fangt ihr dann wieder ganz normal an mit eine Masche links, ein Umschlag, zwei überzogen und dann wieder vier. So fangt ihr dann wieder an. Ich zeige euch jetzt erstmal zwei Maschen, wie wir sie stricken, damit ihr so ein bisschen einen Einblick dafür bekommt. Und dann schauen wir weiter. So, wir fangen an mit einer Masche links. Ja, wie ich jetzt eben schon sagte. Eine Masche links, dann ein Umschlag, eine abheben, eine rechts stricken und die da drüber ziehen. Ja, so, weil das Ganze geht ja in diese Richtung von rechts nach links, da muss auch hier unten die Masche in diese Richtung gehen. So, jetzt stricken wir 1, 2, 3, 4 rechte. Eine linke, ein Umschlag, eine abheben und die da drüber ziehen und wieder. Eins, zwei, drei, vier. Eine linke und dann wieder ein Umschlag. Eine abheben, so, die da drüber ziehen, so, ein Umschlag, abheben, die Masche hier drüber ziehen, so, und dann wieder vier rechte, eins, zwei, drei. Vier rechte, eine linke. Die linke Masche, die zieht sich nachher ganz durch eure Muster. Die bleibt immer auf einer Linie nach oben, ja? So, dann haben wir wieder einen Umschlag, eine abheben, eine stricken, die abgehobene hier drüber ziehen. So. Und dann wieder eins, zwei. Drei,
4, eine linke, einen Umschlag, eine abheben und eine da drüber ziehen und wieder 4 rechte. Und danach, wenn ihr wieder am Anfang angekommen seid, stricken wir eine Reihe rechter Maschen über diese. Ihr habt hier die linke, wo wir mit angefangen sind, die strickt ihr links. Und jetzt stricken wir den Umschlag rechts, die nächste Masche auch rechts, ja, sodass sie weiter schön nach oben geht. In dem Falle von hinten einstechen und dann wieder 4 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4. Eine linke Masche und dann die rechte Masche, den Umschlag rechts stricken und hier auch darauf achten, dass ihr hinten einstecht, damit diese Masche hier immer schön in eine Richtung läuft, ja? Und dann wieder 4 rechte Maschen, eine linke, so. Die Reihe strickt ihr grundsätzlich immer, wenn ihr einmal das Lochmuster gemacht habt, den Umschlag gemacht habt, strickt ihr immer eine Reihe erst darüber, ja? Wenn ihr seht, dass ihr hier den Umschlag habt, den ihr noch nicht gestrickt habt, dann wisst ihr ganz genau, hier muss ich jetzt nur eine Reihe rechter Maschen oder so wie sie erscheinen, hier zum Beispiel die linke, darüber stricken. So. Das wäre jetzt unsere erste Reihe, die wir dann stricken. Hier ist wieder, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 wieder. So. Und dann kommt wieder, nach 4 Maschen kommt wieder die linke Masche. Die linke Masche ist hier zum Beispiel direkt hinter, nein, der Umschlag ist direkt hinter der linken Masche. So, jetzt haben wir den Umschlag hier. Stricken wir rechts. So. Und dann wieder die rechte. So, und dann wieder so. Weiter. So. Ja. Okay, dann haben wir hier wieder die linke Masche, den Umschlag rechts stricken und hier auch darauf achten, dass es schön in eine Richtung geht. Und dann sind wir wieder vorne angefangen. Wieder 4 rechts. So, jetzt kommt die nächste Reihe. Da stricken wir wieder eine Masche links. So. Einen Umschlag und eine Masche rechts stricken, ja, und dann hier eine Masche abheben, eine stricken und die da drüber ziehen. So, dann sieht es so aus, ja, und das stricken wir jetzt wieder im Kreis. So. Denn hier nach der linken wieder eine Masche abheben, einen Umschlag machen, eine linke, einen Umschlag, so eine abheben, da drüber ziehen. So sieht es jetzt bei euch auch aus, seht ihr? Wir gehen jetzt so schräg darüber. So, und das macht ihr jetzt ganz im Kreis. Bis ihr denn da angekommen seid, wo ihr ankommen möchtet. Hm? So. Ja. So, jetzt haben wir wieder eine Reihe rechter Maschen über diese Reihe gestrickt, wo der Umschlag noch nicht gestrickt war. Ja, eine Reihe rechter. So, jetzt fangen wir wieder an. Eine linke. Ihr müsst euch immer merken, nach der linken Masche kommt immer ein Umschlag. Ja, sodass ihr das, euch das mal so ein bisschen vor Augen halten könnt. Nach der linken ein Umschlag. Jetzt stricken wir 1, 2 rechte Maschen. Und wenn hier die Schräge kommt, wissen wir ganz genau, jetzt müssen wir hier die nächste Schräge machen. Das heißt, wir nehmen diese Masche ab, diese stricken wir und heben die andere da drüber. So, ja. Und dann wieder. 1, ihr merkt das auch, wenn ihr hier strickt, eure bis ihr zur linken Masche kommt, jetzt habt ihr 2 gestrickt. Die linke Masche, nach der linken Masche ein Umschlag. Dann stricken wir 1, 2 Maschen. Und dann sehen wir hier wieder die Schräge. Und davor ist
die andere Masche, die normale Masche, so die schräge, die normale, dann heben wir die ab, wo die schräge ist, die nächste dann stricken und die da drüber heben. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir nur noch zwei Maschen haben vor der linken. Ja, einmal so im Kreis stricken. Ja, verstanden? So, wir haben jetzt hier den Umschlag. Jetzt stricken wir zwei Maschen rechts. Dann sind wir wieder bei der linken Masche angekommen. So, jetzt haben wir hier wieder die linke. Nach der linken kommt immer ein Umschlag und den stricken wir fünfmal hoch. So, fünf Umschläge oder fünf Löcher müssen wir haben. Jetzt stricken wir 1, 2 rechte. Jetzt sehen wir hier die Schräge. Die nehmen wir dann ab, die Masche, die in der Schräge liegt. Die drauf folgende stricken wir und ziehen die Masche hier rüber. Ja? Denkt dran, hier sind immer, das verzieht sich jetzt ein bisschen, dadurch, dass wir hier die Maschen zusammenstricken, verzieht sich auch das Lochmuster ein bisschen. Aber lasst euch da nicht von irritieren, ihr habt immer nach der linken Masche, kommt grundsätzlich ein Umschlag. Und der zieht sich nachher so ein bisschen rüber, weil wir hier die Maschen zusammenstricken. Ja? So, und jetzt wieder 1, 2, 2 rechte. Dann kommt jetzt wieder nach den zwei Rechten, kommt wieder eine linke. So. Nach der linken ein Umschlag. Und dann stricken wir 1, 2 Maschen normal. Dann haben wir hier wieder die Schräge. Nehmen wir die Masche ab. Eine stricken. Die da drüber ziehen. So. Dann wieder 1, 2, ja, eine linke, ein Umschlag, dann hier wieder 1, 2 stricken und dann da wieder drüber ziehen. So, okay, dann sind wir wieder hier vorne angekommen. Jetzt stricken wir wieder, ihr seht ja, wir haben ja diesen Umschlag jetzt hier noch nicht gestrickt. Jetzt stricken wir eine Reihe wieder so, wie sie erscheint. Das heißt, die linke Masche stricken wir links. Hier, die wird links gestrickt, die bleibt links. Und jetzt stricken wir wieder den Umschlag rechts. Die darauf folgenden Maschen auch wieder rechts stricken. Und wie ich jetzt eben sagte, hier drauf achten, dass das schön mitläuft. Also stechen wir mal hier hinten ein. So, dass die Masche euch anguckt. Und dann stricken wir hier weiter. Immer rechte Maschen stricken. Linke Masche stricken wir natürlich links und dann weiter stricken. So. Ja, hier sind wir angekommen. Wieder und die Masche wieder rüberziehen. Und da stricken wir jetzt ganz im Kreis. Ja. Einmal rechte Maschen. So. So, wir sind immer noch dabei, nur rechte Maschen drüber zu stricken, ja. Und auch hier nur rechte Maschen stricken. So, eine Reihe rechte Maschen da drüber stricken. Auch hier, wo die Schräge ist, auch eine rechte Masche abheben, drüber stricken. So, stricken, nur rechte Maschen stricken, eine Reihe. Nach dem Umschlag, den ihr gemacht habt, strickt ihr eine Reihe rechte Maschen darüber. Wenn ihr seht, dass das hier so ist, dann wisst ihr genau Bescheid. Ich muss eine Reihe rechter Maschen oder linker, so wie die eine Masche erscheint, da drüber stricken. So, dann kommen wir wieder hier vorne an. Da sind wir jetzt. Stricken wir wieder eine linke Masche, ein Umschlag und 1, 2, 3. Rechte Maschen, hier kommen wir wieder an der Schräge, dann hier abheben, stricken und drüber ziehen. So, und dann hier wieder, dann haben wir nur noch eine rechte, dann kommt hier die linke Masche, ein Umschlag
Und dann wieder 1, 2, 3 stricken, die eine abheben. Und das macht ihr jetzt ganz im Kreis, bis ihr wieder vorne angekommen seid. Und dann geht ihr hier, wenn ihr 1, 2, 3, wir haben jetzt 4 Löcher mit dem einen. Wenn ihr 5 Löcher hochgestrickt habt, dann geht das Ganze rückwärts. Das zeige ich euch gleich. Ja, ich stricke jetzt auch mal eine Reihe ganz rum und dann zeige ich euch, wie wir dann anfangen, damit das Muster sich nachher auch zur anderen Seite neigt. Ja, das zeige ich euch dann. Jetzt sind wir erstmal hier, war es soweit, dass wir das vierte Loch haben. 1, 2, 3, 4 Löcher. Wir stricken jetzt weiter rum. So sieht das jetzt auch bei euch aus. Ihr habt jetzt hier die Löcher gestrickt, 1, 2, 3, 4, 5, ja, und seid jetzt hier hinten angekommen. Ihr habt im Grunde genommen immer gestrickt, eine Masche links, einen Umschlag. Und den Umschlag habt ihr auch immer gelassen, seht ihr hier nach der linken Masche hier, das ist die linke Masche. Die zieht sich jetzt so rüber, weil wir diese zwei zusammen gestrickt haben. Dadurch kommt dieser kleine Bogen hier zustande, nicht, dass ihr meint, ihr habt euch vertan. Nach der linken Masche, ich zähle, sage es jetzt nochmal, eine Masche links, ein Umschlag und die erste Reihe ist dann 1, 2, 3, 4 und dann eine Masche überziehen, das heißt eine Masche abheben, eine stricken und die nicht gestrickte Masche über die gestrickte ziehen. Ja? Und das macht ihr denn und dann danach eine Masche, eine Reihe ganz rum, rechts stricken und dann fangt ihr wieder an. Eine links, ein Umschlag und dann strickt ihr nur drei Maschen, bis ihr so weit angekommen seid, das seht ihr ja auch hier schön, hier habt ihr 4 Maschen, dann kommen 3 Maschen, dann kommen 2 Maschen und dann kommt hier die eine Masche und hier unten 4. Und das Ganze stricken wir jetzt andersrum, wir fangen jetzt an, eine links, 1, 2, 3, 4 Maschen rechts, 2 Maschen rechts zusammen. Und vor der linken machen wir dann den Umschlag und stricken die links. Kompliziert? Ich sag's. So, und das stricken wir dann genauso wie hier unten, nur entgegengesetzt. Und ihr merkt euch, vor der linken Masche kommt hier nachher der Umschlag. Der Umschlag verlagert sich eigentlich nur. Ihr habt den jetzt hier auf der Seite von der linken Masche. Und nachher müsst ihr den auf dieser Seite haben. Also hier ist er auch von mir aus gesehen auf der linken Seite und hier ist er auf der rechten Seite. Wenn ihr euch das merkt, hier, die linke Masche bleibt euch, hier ist der Umschlag und der nächste Umschlag kommt hier hin. Das Ganze geht dann rückwärts. So, dann fangen wir mal an. Fangen jetzt an mit der linken Masche. Die bleibt natürlich immer, die zieht ihr mit hoch. Und das strickt ihr auch dann 5-mal, indem denn auch die Abstände immer kleiner werden. Eins, wir stricken jetzt 1, 2, 3, 4. Ja, und hier ist ja schon unsere linke Masche. Und jetzt stricken wir die zwei rechts zusammen. So. Okay, dann geht das Ganze von links nach rechts. Und ein Umschlag. Und dieser Umschlag wird 5-mal neben der linken Masche nach oben gestrickt. Ich zeige es euch mal auf meinem Bild. So, und jetzt wieder 1, 2, 3, 4. Und dann werden wieder 2 zusammengestrickt. Warte mal, hier so. Ja. Und dann geht das Ganze wieder weiter. Ja, werden zwei zusammengestrickt. Wir haben hier die linke Masche. Wissen wir hier zwei zusammenstricken. Einen Umschlag vor der linken Masche und dann die linke Masche. Und dann ganz normal wieder 4 stricken und dann Umschlag. Und das geht dann wieder ganz im Kreis. Und dann macht ihr, wenn ihr angekommen seid, seht ihr hier wieder, haben wir hier wieder die ungestrickte. Den ungestrickten Umschlag, da strickt er auch wieder eine Reihe rechts drüber. Und dann fangt ihr hier an, dies hier bleibt. Die linke und der Umschlag, das bleibt immer. Aber hier vorne, dann habt ihr 1, 2, 3
Maschen und dann strickt ihr die zwei rechts zusammen. Umschlag, eine Masche links. Und so geht das dann weiter, ja? Hier bleibt immer wieder die linke Masche. Also, die zwei zusammen, ein Umschlag. Immer wenn ihr seht, dass ihr hier vorne angekommen seid, weil der Umschlag bleibt ja neben der linken Masche, strickt ihr die zwei zusammen und dann den Umschlag. So, ich stricke mal einmal rum und dann zeige ich es euch mal. Ja? So, wir sind jetzt wieder hier angekommen. So, wir müssen das Ganze ja jetzt von links nach rechts rüber stricken. So, dann haben wir hier unsere linke Masche. Ja. Die stricken wir jetzt. Na, will nicht so, wie ich das will. So, jetzt stricken wir hier unsere rechten Maschen. So. Okay. Jetzt müssen wir ja gucken. Der Umschlag bleibt immer neben der linken Masche. Also heißt das, wir gehen jetzt her, stricken diese Masche hier, ja, und diese. Stricken wir jetzt rechts zusammen. Diese beiden hier. Diese beiden stricken wir jetzt rechts zusammen. Ja, so. Die erstmal stricken rechts und diese beiden stricken wir rechts zusammen. Die. Damit das Ganze nachher rüber geht. So. Immer davor. Und einen Umschlag. Der Umschlag bleibt. Es verändert sich nachher nur das hier. So. Und dann wieder stricken. Genau. Wieder rumstricken, bis ihr da angekommen seid. Und dann strickt ihr wieder zurück. Ja. So wie ihr es hier unten gemacht habt, macht das hier oben. Dann werden die Maschenzahl wird immer weniger. Ich ziehe das mal hier raus. Ich brauche das ja nicht mehr. So. Erst haben wir links 1, 2, 3, 4, ja, hier unten 2 zusammen. Dann haben wir 1, 2, 3 zusammen. Dann kommen wir 2 zusammen. Und dann sieht das Ganze im Grunde genommen nachher aus wie hier, nur so rum. Ja, dann habt ihr hier eine und hier. Und die linke Masche bleibt immer. Wenn ihr euch das merkt, dann seid ihr auf der richtigen Seite. Die linke Masche bleibt immer und das hier verzieht sich. Strickt einmal so und einmal so. Ja, habe ich das jetzt ein bisschen doof erklärt, aber im Grunde genommen einfach. Hier habt ihr 4 gehabt, jetzt fangt ihr auch hier auch wieder mit 4 an, nur dass ihr dann hier die 2 zusammenstrickt. Ja, und hier habt ihr eine überzogen, hier strickt ihr von der Seite 2 zusammen. Neben der linken Masche kommt immer der Umschlag und dann habt ihr hier von 4 Maschen bis zu 0 Maschen, also bis ihr nur hier 2 Maschen vor der linken habt, strickt ihr dann so weit und dann seid ihr genau da, wo ihr sein möchtet. Und zwar bei diesem kleinen Muster. Ja, hier kann man es auch ganz schön sehen. Eine Masche, 2 Maschen, 3 Maschen, 4 Maschen hier unten und dadurch, dass wir hier eine Reihe darüber stricken, haben wir das dann auch hier so, wie man es braucht. Ihr könnt das auch noch mal schön sehen. Seht ihr hier? So. Ja? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 nach oben. Ihr könnt auch 5 nach oben stricken, je nachdem, wie viel ihr wollt. Ja? Und das ist dann euer kleines Muster. So, wenn da noch Fragen zu sind, dürft ihr mich gerne fragen. Ansonsten kann ich euch das hier noch mal zeigen. So. Ihr fangt an, wie ich jetzt eben schon sagte, linke Masche und hier diese Umschläge gehen immer neben den linken Maschen nach oben. Und dann habt ihr hier eine überzogen, hier eine überzogen, das heißt eine stricken, eine abheben, eine stricken und die abgehobene über die gestrickte Masche ziehen. Hier habt ihr 2 Maschen rechts zusammen in diese Richtung und hier laufen dann so, das ist ja der Anfang. Von daher habt ihr hier keine Maschen, aber wenn wir das jetzt von hier schauen, dann seht ihr das. Ja? Hier laufen immer die Umschläge an den linken Maschen entlang. Und da auch. Hier so, ihr fangt so an. Eine links, ein Umschlag, eine überzogene Masche, 1, 2, 3, 4, eine links und dann habt ihr 1, 2, 3.
Das Ganze geht denn hier oben im Wechsel. Ja? Sehe hier zwei zusammenstrickt und dann 1, 2, 3, 4 und dann geht das so rum. Ne? Ihr könnt es natürlich auch so rum machen, wie ihr wollt. Das spielt eigentlich keine Rolle. Das Muster bleibt im Grunde genommen dann gleich, dass es immer versetzt ist. Ich wünsche euch jetzt mit diesem Muster viel Spaß und sollten noch Fragen sein, beantworte ich die gerne. Und ansonsten freue ich mich auch über jeden neuen Abonnenten. Eure Ute.